Heutzutage sehen wir, dass sich sehr viele Menschen in gewissen Sachen beeilen und andere Sachen wiederum nach hinten verschieben, bis es zu spät dafür wird. In dieser Gesellschaft streben leider sehr viele das schnelle Geld und den schnellen Spaß an. Wallahi, es ist traurig. Beim Alkoholtrinken sind sie sofort dabei. Wenn eine Hausparty geschmissen wird, machen sie ohne zu zögern mit. Wenn sie die Möglichkeit zu Zina haben, dann beeilen sie sich. Wenn sie hören, dass man durch Diebstahl schnell und viel Geld machen kann, dann wollen sie sofort dabei sein. Dass es sich dabei um Sünden handelt, interessiert sie leider nicht. Aber auch bei anderen Handlungen sieht man dieses Verhalten. Wenn dir eine Sache nicht gefällt, dann sagt man sich, ja, ich mach das morgen. Und man verschiebt es und verschiebt es, bis man die Chance verpasst hat. Die Gebetszeit hat begonnen. Ja, ich habe noch 3 Stunden. Ich habe noch 1 Stunde. Ich habe noch 20 Minuten. Und plötzlich ist die Zeit dafür abgelaufen. Und genau so läuft es beim nächsten Gebet ab. Man hat seine Eltern schlecht behandelt, aber man denkt sich, dass man sich noch morgen entschuldigen wird. Und schon wieder verschiebt man das. Genau so läuft es mit den Hausaufgaben, dem Müll runterbringen und anderen Alltagstätigkeiten. Man sieht hier eine Einstellung im Charakter, die verbessert werden muss. Alles, was einem gefällt, das erledigt man sofort. Meine geehrte Schwester, mein lieber Bruder, jede islamische Handlung, die du starten möchtest, verschiebe sie nicht, sondern mache sie sofort, denn das Verschieben ist ein Trick von Shaitan. Er redet den Menschen ein, dass sie viel Zeit haben und sehr alt werden würden. Deswegen kämpft gegen seine Einflüsterung. Wenn jemand konvertieren will, dann soll er das sofort tun, bevor es zu spät für ihn ist. An Yawm al-Qiyamah werden die Menschen schreien und betteln. Sie werden sagen, ja Allah, lasse mich auf die Erde zurück, um 2 Raka'a Sunnah zu beten. Doch Allah subhanahu wa ta'ala wird ihnen sagen, dass es zu spät ist und dass sie die Möglichkeit auf der Erde hatten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht zu diesen Menschen gehören lassen. Allahumma amin. Man sollte die Sünden verschieben, um sie im Endeffekt komplett zu unterlassen. Das ist die richtige Einstellung eines Gläubigen. Eilen zu den Pflichten und unterlassen der Sünden. Die Sahaba waren ehrenhafte Vorbilder. Seht euch an, wie sie sich nach einem Befehl Allahs beeilt haben. Anas ibn Malik rahimullah sagte, ich schenkte Abu Talha al-Ansari, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah und Ubay ibn Ka'b gerade ein Rauschgetränk aus Datteln ein, als jemand zu ihnen kam und sagte, Rauschgetränke sind verboten worden. Da sprach Abu Talha, Anas, steh auf und zerbrich die Krüge. Anas sagte, ich stand auf, ging zu einem Mörser und schlug damit gegen die Unterseite der Krüge, bis sie zerbrach. Man sagt, dass am nächsten Tag überall in Medina Alkohol ausgekippt worden war. Einige steckten den Finger in den Mund, um den Alkohol aus dem Magen zu erbrechen. Andere wiederum schmissen den Becher, während sie trinken wollten, sofort aus ihrer Hand. Eine weitere vorbildliche Handlung ist von der Frau des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, von der Mutter der Gläubigen Aisha radhiyallahu anha. Sie sagte, möge Allah mit den ersten Frauen, die Hijra vollzogen haben, gnädig sein. Als Allah den Vers herabsandte und sie sollen ihre Kopftücher über den Schlitz ihrer Kleider ziehen, schnitten sie ihre Übergewänder auseinander, um sie als Kopftücher zu benutzen. Andere Frauen liefen schnell zu den Gardinen und bedeckten sich damit. Wallahi, was mussten sie für eine Liebe für Allah und seinen Gesandten empfunden haben? Welche Zufriedenheit hat ihre Herzen erreicht, als sie die Tat vollzogen haben? Welche Sehnsucht sie wohl nach dem Paradies hatten? Und wie gut wussten sie Bescheid, dass sie sich beeilen mussten, diese Chance zu ergreifen.